locker, locker, locker bleiben. Locker, 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 schön die Zeit vertreiben. Und entspannt mit einem Bier noch wohlbar. Seh das Leben als Genuss, so wie Süßigkeit. Locker, locker, locker bleiben. Locker, 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 Stress vermeiden. Mach der Fuß und Bein, schlaf sich wieder breit. Schläfst ihn aus, schmeiß ihn aus, sag ihm locker. Gerade noch auf der Bühne, jetzt im Vorgarten des Pastoriats. Moin, die Prinzen, hallo. Moin. Hallo, moin. Hallo, hallo, hallo. 30. Konzert, 29 schon gespielt bei der Kirchentour. Welche Kirche war bis jetzt die schönste? Die heute auf jeden Fall. Da kann man nicht verlieren, wenn man das in dem Sendegebiet sagt. Wir interessieren uns natürlich dafür, was Popkultur in der Kirche zu suchen hat und wie gut es funktioniert. Ich glaube, wenn die Kirche nicht mit der Zeit geht, dann geht die Kirche mit der Zeit. Und die Kirche sollte schon irgendwie gucken, dass sie die Türen öffnet. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht und merken, dass die Leute das sehr gut annehmen. Zumal wir auch selbst das Gefühl haben, dass wir uns selbst bei Laune halten bei dem, was wir machen. Wir kennen jeden Laden, kennen jeden Club, jede Halle. Und die Idee mit der Kirchentour passt sehr gut zu uns, zumal wir da hingehen, wo wir eigentlich hergekommen sind. Als Kinder, Thomanerchor, Kreuzchor. Sie alle haben in Kirchen gesungen, wahrscheinlich ganz, ganz viel, bevor sie berühmt wurden. Und jetzt steht man da mit den eigenen Songs, den eigenen Alben und singt diese anderen Titel, die ja weltlich sind. Die haben zwar alle sozialkritische, gesellschaftliche, wichtige Inhalte, aber sind ja einfach kein Kirchenstoff eigentlich. Also was ist der Unterschied? Wie reagiert das Publikum? Das Publikum reagiert sehr aufgeschlossen meistens. Also es ist halt so, dass wir das mal irgendwann vor ein paar Jahren erfunden haben, auf Kirchentour zu gehen, weil wir auch nah mit den Leuten Kontakt haben wollen. Und die Leute genießen das. Und die Leute zahlen auch Eintritt dafür, dass sie die Prinzen an dem Ort, in dem Fall der Kirche, sehen. Die Leute kommen zum Prinzenkonzert und ich glaube, den Leuten ist es erstmal egal, wo wir spielen, wenn sie uns sehen wollen. Und dann hast du natürlich in den Kirchen noch die Gemeinden, die dann noch so eine ganz eigene Dynamik und so ein ganz eigenes Familienempfinden haben, also dass da Leute vielleicht hinkommen, die eigentlich jetzt sich nicht so sehr für uns interessieren, sondern dafür mehr interessieren, was in ihrer Kirche los ist. Als diese Band hier schon mal vor 2 Jahren aufgetreten ist, Diskussionen, ob sowas geht, ob man eine Popband auf die Kirche loslassen darf. Gibt es die Diskussion immer noch? Also jetzt bei uns in der Kirchengemeinde nicht, nein. Auch im Vorfeld nichts? Hat keiner gemotzt? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Also mir ist nichts zu Ohren gekommen, aber mir sagen sie auch nicht alles. Vielleicht, das kann natürlich sein, dass da im Hintergrund auch Gemunkel läuft, ob das wirklich so in Ordnung ist. Aber wenn solche Fragen kommen, dann würde ich mich da auch gerne zum Gespräch zur Verfügung stellen. Also wir gehen einfach grundsätzlich dahin, wo Leute uns einladen und willkommen heißen. Und wenn es da irgendwie Probleme gibt oder so, dann mögen wir das auch nicht. Wir wollen also nicht Leuten irgendwie da zur Last fallen oder irgendwie. Es geht ja gar nicht um die große Masse, sondern immer um den einen, der dann sagt, nein, nicht vor meinem Altar. Gibt's nicht. Ja, kann das sein? Wenn es das gibt oder so, dann werden wir nicht eingeladen oder dann fahren wir da halt nicht hin oder so. Also das ist schon wichtig, dass das alles im Einvernehmen ist mit den Leuten vor Ort. Sie waren, meine ich, die erste Popband, die in der Semperoper singen durfte. Wie war das? Ja, das war eben anders als in Kirchen, weil da hatten wir eine Theatertour gemacht und das war natürlich eine große Ehre für uns, in der weltberühmten Semperoper in Dresden aufzutreten als erste Popband, und das hat uns ja sehr gerührt. Da gab es im Vorfeld schon mit dem Intendanten so ein Gespräch, der gesagt hat, also aufgrund der Tatsache, dass sie in den Knabenchören gesungen haben, einen klassischen Hintergrund, können wir uns das mal erlauben, eine Band wie die Prinzen in die Semperoper zu stellen. Und wenn du dann da stehst und diese Ränge siehst da oben, das ist schon ein schönes Gefühl. Also man fühlt sich dann kurzzeitig wie Caruso, aber am Ende ist man dann doch wieder die Prinzen. Genau das ist der Ort, um einmal ganz kurz noch ins Konzert reinzuhören. Es gab wenige Sachen, die für die Zukunft nicht klar waren. Und legendäre Partys, wenn die Eltern nicht da waren. Ja. Wir haben viele Nächte durchgezecht. Es war nicht alles schlecht. Wir hatten die Thomaner-Vergangenheit schon angerissen. Nun kennen sich einige von Ihnen nicht seit 10 Jahren, sondern seit Sie 10 Jahre alt sind. Kann man sich da noch sehen? Ja.
Temporär schon. Ja, man sagt ja so bei den Rolling Stones, da sind das bezahlte Freunde. Also da sind die Freundschaften nur noch, weil man gemeinsam Geld verdienen kann. Wie würden Sie sagen, ist das bei den Prinzen? Ich glaube, wir sehen uns eher als Brüder. Wir sind, also Wolfgang und ich, wir kennen uns wirklich seit der 4. Klasse. Tobias kenne ich sogar noch länger, weil Tobias mit meinem Bruder zusammen in einer Klasse war. Und das ist schon eine Sache, die du nicht einfach so wegwischen kannst. Also du kannst nicht sagen, du bist nicht mehr mein Freund, weil wir kennen uns zu gut, um uns aus dem Weg zu gehen. Und das würde ich gar nicht auch unbedingt so negativ sehen, sondern das ist eigentlich eine sehr positive Sache. Weil viele Bands rennen vielleicht auseinander, wenn es irgendwann mal knallt, wenn es irgendwann mal kracht. Und wir wissen eben, wir werden noch sehr lange zusammen Musik machen. Und das ist ein Riesenprivileg. Ich meine, wir leben von dem, was wir machen. Wir haben das Riesenprivileg, einen Haufen Sympathisanten, einen Haufen Freunde, einen Haufen Fans zu haben, die zu uns kommen. Und das ist erstmal geil. Was Besseres gibt es gar nicht. Mögen Sie irgendwas verraten über Zukunftspläne? Es gab jetzt ein Album, wo Sie sich selber schon covern durften. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Aber was kommt als nächstes? Wir machen ein neues Album. Wir machen nächstes Jahr ein neues Album. Sind da gerade dabei, uns gegenseitig Demos vorzuspielen, Songs zu schreiben. Was daraus wird, wissen wir noch nicht so genau. Aber ich glaube, gerade auch die Zeit jetzt, die wir zusammen unterwegs sind, die schweißt immer irgendwie zusammen. Und da kommt schon was Anständiges bei rum. Vielen Dank. Wir hören jetzt weiter ins Konzert rein, nachdem wir Ihnen Nachrichten und Wetter gezeigt haben. Und danach gibt es dann noch mehr Konzert. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Schlange vor der Kirche. Das gab es wohl zuletzt zu Weihnachten. Ganze 33 Leute waren morgens bei der Predigt. Abends bei den Prinzen mehr als 600. Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Pop und Kirche schließen sich nicht aus, finden die Prinzen. Ein befreundeter Pastor brachte die ehemaligen Kirchenchorknaben auf die Idee. In 30 Gotteshäusern haben die Leipziger in den letzten Wochen gesungen. Wessel Buchen das Abschlusskonzert ihrer Kirchentour. Unterm Strich ist eine Kirche auch ein Rock'n'Roll-Club. Also das kommt immer ganz darauf an, was du da drin machst. Man darf sich nicht vorstellen, dass wir uns da in schwarzen Anzügen hinstellen und heilige Lieder singen, sondern wir machen da schon unser Ding. Geht natürlich auch immer ein bisschen darum, sich selbst bei Laune zu halten, neue Sachen auszuprobieren. Wir kennen schon so viel und wenn es langweilig wird, dann ist das gerade für die Musik, für die Kunst Gift. Seit 30 Jahren stehen die Prinzen erfolgreich auf der Bühne, waren in den 90ern mit Hits wie Alles nur geklaut und Schweinsein wochenlang in den Top 10 Charts. Küssen verboten. Wir sind stolz auf uns. Wir bereuen nichts. Wir werden manchmal damit konfrontiert, das ist manchmal ein bisschen befremdlich. Aber so war die Zeit und ich glaube, wir können zu dem stehen, was wir gemacht haben und werden auch weiterhin zu dem stehen, was wir tun. Hoffentlich merkt keiner den Betrug. Denn das ist alles nur geglaubt. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geglaubt. Und das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut. Es war damals schon ein schräger Film. Also wenn du mit Anfang, Mitte 20 sowas erlebst, dann musst du erstmal damit klarkommen. Und ich glaube aber, es gibt echt schlimmere Schicksale, als ein Popstar zu sein. Heute sind die Texte ruhiger, erwachsener geworden. Mit einem nachdenklichen Blick zurück. Wir haben viele Nächte durchgezecht. Es war nicht alles schlecht. Wenn du 20 bist, hast du natürlich die Erfahrung nicht, die du hast, wenn du 40 bist. Und wenn du dann auf die 50 zugehst, wird es dann ganz lustig. Klar verändert sich die Zeit und wir verändern uns und unser Umfeld verändert sich. Aber wir sind nach wie vor sehr gerne fröhlich. Und deswegen wollen sie auch noch lange weitermachen. Nach Wessel Buchen wollen sie nach 2010 und 2013 spätestens in 3 Jahren zurückkommen.